Das schreit. Das Funkeltheater. Hier werden Träume, Geheimnisse und Abenteuer lebendig. Im wahrsten Sinne des Wortes, hä? Wow! Es ist wirklich riesig. Come on! Wir sind endlich da, Prinzessin Peach! Ich hole uns Eintrittskarten. Es sollte nicht lange dauern. Sieh dich doch in der Zwischenzeit im Foyer um. Ich melde mich, wenn ich die Karten habe. Hey, Samascha, wie geht's dir? Willkommen im Funkeltheater. Bis gleich. Okay. Toll. Okay, jetzt können wir da mit den Minions ein bisschen quatschen. Neue Stars haben so ein Funkeln im Blick. Oh. Okay. Was sollst du mir sagen? Du redest nicht mit mir, okay. Mein Herz klopft ganz laut, aber ganz aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten. Schön. Und du? Der Einlass für unser neues Fechttheaterstück beginnt bald. Noch etwas Geduld. Okay. Welches Theaterstück sollte ich mir ansehen? Also das sieht übrigens... Also, ich habe ja die Demo schon gespielt. Wir waren ja eingeladen bei Nintendo. Haben wir... Warte, gegen Abend darf ich nicht, okay. Ufe darf ich auch noch nicht. Wir waren ja eingeladen bei Nintendo. Wir konnten die Demo schon anspielen. Die Demo ist übrigens auch auf Nintendo, also im Nintendo eShop downloadbar. Also ihr könnt derzeit die Demo gratis spielen und selber ausprobieren. Mega cool. Also falls ihr noch nicht ganz sicher seid oder selber mal rein schnüffeln wollt, dann könnt ihr das so machen. Samascha hat heute frei. Sehr schön. Ah, mega gut. Gemütlich. Das ist ja schön, dass du da bist. Merci vielmals, dass du die freien Tage uns schenkst. Heute sind wir Publikum, doch der Traum eines jeden Theatris ist, selbst auf der Bühne zu stehen. Okay. Ja, yeah, so. Vorsicht, Baustelle, okay. Und ja, tatsächlich gehen wir näher in alle die Theater, die jetzt zu sind, mit dem Vorhang vor dran, da gehen wir jetzt überall rein. Der Funkeli in diesem Theaterstück ist einfach toll. Seine Funkelkraft überstrahlt alles. Okay. Die Funkelis sind unsere Stars. Oh, ich habe es noch fast gedacht, ja. Ihr gewisses Etwas erweckt die Bühne zum Leben. Also es gibt Theatris und Funkelis. Okay. Prinzessin Peach, ich habe unsere Karten. Nice. Zeig ich dir. Wo ist der Laden? Ah, der Laden ist dort, wo die Baustelle ist momentan. Wo ist der? Ah, hier. Hey, Toad. Ja, tada! Oh mein Gott, hier ist deine Karte. Ganz schön voll hier, oder? Dann sind die Vorstellungen bestimmt toll. Also, ein grosser Wäschtag und Bürokratie, was sich angesammelt hat. Also, noch genutzt dir. Okay, fair enough, ja. Kenny leider. Muss auch mal sein. Also, das Theaterstück beginnt bald. Wir sollten zu unseren Plätzen gehen. Seid ihr schon mal im Theater gewesen, seit der Schule? Ich glaube, das gehört nicht zum Theater. Wir haben eine Ankündigung für alle Besucher des Theaters. Es wird nun Zeit. Für eine fesselnde Vorstellung der Extraklasse mit mir, Grape. Da räumen wir. Nice Krümmli. Das ist unglücklich. Showtime! Unser Krönli ist einfach davon geflogen. Wow! Was für eine Tragödie. Schreit. Oh je. Yeah. What's wrong? Stella. Du möchtest wissen, was los ist? Ja, also... Das sind seltsame Gestalten mit Masken und sie bringen all unsere Theaterstücke durcheinander. Solange sie da sind, können wir das Stück nicht aufführen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Nenn es Dramara. Du wolltest dir also nur einige Theaterstücke ansehen und bist dann in diese ganze Sache hineingeraten? Jo.
Es tut mir leid. Ich muss alles wieder in Ordnung bringen. Aber allein schaffe ich das wohl nicht. Ich wäre wirklich froh, wenn du mir helfen könntest. Was meinst du? Bist du dabei? Mhm. Ja klar, Dramara. Ich helfe dir. Wirklich? Du möchtest helfen? Mhm. Ja klar doch. Oh, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Es Schläfli. Ich heiße, wir nennen das jetzt auch Dramara. Ich bin eine Funkelfee, die über dieses Theater wacht. Und du bist Peach? Was für ein toller Name. Ich finde Peach so ganz toll. Mit Hilfe der Funkelkraft holen wir uns das Theaterstück zurück, damit die Vorstellung endlich weitergehen kann. Die Maskierten halten sich im Fechtstück auf. Das ist also unser erstes Ziel. Okay. Mhm. Alles klar. Das Dornenschloss. Ah, das heisst, wir können nicht einmal auswählen, wo wir herkommen. Okay, in der Demo kann man nämlich selber auswählen, wo man herkommt. Es sieht aus, als wären wir hier ein bisschen mehr geführt. It's loading. Das sind wir. Nice. Das ist also die Fechtgeschichte. Und tatsächlich stimmt hier etwas nicht. Huh? Oh nein! Oh no! Jemand wurde verletzt! Oh my! Oh my! Ob die maskierten Gestalten dahinter stecken? Ziemlich sicher. Ah, jetzt verstehe ich. Ja? Was verstehe ich? Teil deine Erkenntnis mit uns. Ich habe eine Idee. Wir sollten es mit der Funkelkraft versuchen. Okay. Oh. Jetzt haben wir einen Rotschwanz. So cool. Neue Frisur für Peach. Jetzt kannst du mit dieser Schleife die Funkelkraft verwenden, Peach. Los, dieses Theatri braucht Funkelkraft. Yes. Ein Glitzer drüber streuen. Jetzt fühle ich mich besser. Schön, das freut mich. Hier siehst du, was die Funkelkraft vermag. Sie erfrischt und bringt alles zum Strahlen. Mit deiner Hilfe und der Funkelkraft können wir alles wieder in Ordnung bringen. Let's go! Ui. Hallo! Hier ist wieder alles ganz normal. Schön, dass es so einfach ist. Aber wir sehen besser einmal nach, ob im Schloss alles in Ordnung ist. Machen wir. Und hier kann man dann noch mal so Sachen machen, genau. Das ist einfach Lampions, so witzig. Kann man hier oben auch noch... Nein. Da können wir noch... Die können wir noch einsammeln. Okay. Da können wir auch nicht rein. Ah, da oben ist irgendwie auch nicht so happy. Ah. Ich habe solche Angst. Ich glaube, sie kommt wirklich verkloppen. Das sind die Schurken. Sie machen wohl immer noch Ärger. Wir müssen eingreifen. Setzen wir wieder die Funkelkraft ein. Okay. Nice. That was easy. Ich wusste es. Gegen die Funkelkraft haben diese Gestalten keine Chance. Oh, dau ja. Muhaha. Gell, das ist übrigens wichtig, he? Einfach, dass ich es mal gesehen habe. Das sieht ein bisschen aus, als würde der Rapunzel da drinnen wohnen, irgendwie. So, dann geht's. Und mit A kann man hüpfen. Sehr schön. So, da auch noch. Sie haut einfach ab. So lame. Ganz viel Geld! Schön! Das haben wir immer gern. Hier gibt es eine Abkürzung zum Schloss. Oder? Es gab sie mal. Wo ist du denn weg? Ja, das sehe ich auch nicht.
dich von mir. Oh no. Oh no. Ah, da ist ja die Abkürzung. Hurra, jetzt kommen wir weiter. Aber... Okay, cool. Konfetti. Geil. Das ist... Ah, ein Funkelkristall. Er ist ein greifbarer Beweis deines Könnens. Aha. Diese Kristalle strahlen vor Kraft und werden dir sicher noch einmal sehr nützlich sein. Geil. Ja. Okay. Manchmal kann man hier irgendwie auch noch so hingern. Aber da anscheinend nicht. Ich meine, gehen wir einfach mal weiter. Alles klar. Wir können das Schloss von hier aus schon sehen. Jetzt sind wir bald da. Oh wow, was machen denn die ganzen Dornen da? Oh no! Ah, das ist nicht gut. Oh nein, der König ist im Schloss. Schau. Okay. Ich will jetzt stärker werden. Du hast Kraft, Glitzerkraft, Funkelkraft. Let's go! Ja, wie stolz auf dich. Wuhu! Da oben ist auch noch mal drin. Komm ich rauf. Ich muss auch später her. Aber da oben ist ein Kristall. Da komme ich aber nicht rein. Yeah. Da komme ich rauf. Okay. Kann ich mitmachen, ne? Ich wollte aber noch nicht. Ich wollte tatsächlich einen Kristall holen. Das heißt, wir haben noch keinen verpasst besitzen. Das ist schon mal gut. Die Bäume standen einmal in voller Blüte. Ja, das können wir regeln. So cool. Oh, 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 oh. Money, money, money. So als Prinzessin brauchen wir natürlich auch ein bisschen Geld, oder? Sind Prinzessinnenkleider teuer. So, da. Da, nach oben. Yeah, das Schleifchen. So lässig. Diese Blüten sind einfach wunderschön. Ja, gell? Was, schon tanzt sie? Sie tanzt mit ihm mit. Okay, das ist wirklich cute. Das ist ein mega herziges Detail. So Sachen liebe ich. Also, wir haben irgendwie ein Bonus-Level gemacht, hä? Okay, cool. Na geil. Okay, das ist natürlich auch lässig. Ich kann alles jetzt zum Strahlen bringen. Das ist so schön. Ich gehe noch etwas zu kämpfen. Oh je, meine. Ah, nein, meine Funkelkraft! Wir schaffen das! Ja! Du bist ganz stark! Okay, jetzt habe ich irgendwie ein Bonus-Leben bekommen. Okay. Da ist jetzt auch glücklich. Sehr schön. Oh, oh! Wieder ein Kristall, okay. Ich finde es geil, wie sie so mit dem pinken Konfetti schmeißt. Ich glaube, ich muss das auch anfangen. Es gibt so... so Bio-Konfetti. Ich habe so Bio... Also aus Pflanzen hergestellt Glitzer. Ich glaube, ich muss jetzt einfach aber mit so mit dem Glitzer rumlaufen. Jedes Mal, wenn etwas toll ist, wird vielleicht so eine Handvoll Glitzer in die Luft. Das fühle ich noch recht. So. Erste Verwandlung. Let's go! Gibt mir irgendwie sehr Sailor Moon Vibes. Mir gibt es mega Sailor Moon Vibes. Ich finde das so cool. Geil. Einfach nur geil. Fechterin Peach. Nice. Du bist doch die Fechterin. Yes, that's me. Oh Gott. Aber ja, gegen meine Degen kommt nichts an. Don't worry. Hm.
No problemo. Beschütze euch alle. Wir machen alle Schurken kaputt. Ta! That's me! Bitch! Wie elegant! Dieses Können mit dem Degen! Enorm! Yes! Grazie! Die Fechterin braucht die Fecht. Was? Nice! Easy peasy! Oh wow, okay, das geht schnell mit diesen Kristallen. Ich dachte, das ist ein bisschen more tricky, aber es geht tatsächlich sehr schnell. Cool. Nicht einen Schritt weiter. So, weiter. Weiter irgendwie gegen den Kampf oder so. Ui. Ja, los, komm doch! Okay. No way. Okay, das ist schon viel einfach. Die Nacht ist da. Oha. Das ist ja gar nicht so schwierig. An einer interessant ausstehenden Stelle, dann drücke ZL oder ZR, um zu posieren. Okay. Ja. Ja, sehr interessant. Der wird angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Das ist nichts. Aber okay. Können wir wieder rufen? Ich vergesse wieder rauf. Gleiche Taste. Aber, Entschuldigung, wir gehen natürlich wieder runter, nicht rauf. Gut. Der König, was sollen wir nur tun? Ah, don't worry, be here. Bitte hilf uns. Ja, ja. Der König steckt in Schwierigkeiten. Wir müssen uns beeilen. Yes, we are schon on my way. Don't worry. Uns hat's. Ich habe schon mehr als Kronherzen. Ah, da habe ich Geld bekommen. Nice. Oh, da sieht doch gemein aus. Das ist der Endboss. Ich werde dich nicht durchlassen. Du kommst hier nicht vorbei. So, komm mal da. Bist du da ein bisschen weg? Oh wow. Okay. Jetzt bin ich dran. Ja, come at me, bro. Oh! Ui, no! Ui! Oh lol! Ich bin einfach vor Käfigtüren abgesprungen. Das ist natürlich auch easy. Okay, next. Aber ich habe ein bisschen Leben verloren. Das ist natürlich weniger cool. Nein, egal. Wäre ja genug. Ich habe fast kein Leben mehr, oder? Oh, ich habe nur noch ein Herz, kann das sein? Ah!
darf nicht sterben. Ja, er hat den König gefunden. Ja, er umrührt euer Herz. Oje, meine. Dieses Schloss gehört jetzt uns. Ja, in deinen Träumen. Wenn ich sterbe, kann ich echt von vorne anfangen? Ich glaube nicht, oder? Wäre schade. Hier habe ich das Sagen. An mir kommst du nicht vorbei. Aber es sieht so aus, als müsste sie auf sie drauf pumpen. Oh no! Jetzt hat es mich gleich verwünscht. 10 Münzen habe ich verloren, wo ich gestorben bin. Oh Mann. Aber wenigstens kann ich wieder hier anfangen. Das ist gut. Also wenn ich jetzt alles noch neu hätte müssen machen, das hätte ich echt keinen Bock gehabt. Also, second try. Ja, richtig. Wie im richtigen Leben. Hey, Abstoß. Yes. Zack. Okay. Dann muss ich aber in dem Fall einfach genug nach sein. Sonst funktioniert der Move nicht. Alles klar. Wie geht's dir, Absturz? Bist du ready fürs Weekend? Oh, frei! So wie alle hier. Hey, was geht? Warum haben alle frei? Nice. Ja! Und wir haben alle Kristalle gesammelt. Ja, so cool. 100% Level abgeschlossen. Ohne zu sterben. That's that. Thank you very much. Tada! Und hier ist das. Und Schleifchen haben wir. Oh. Kleiderschleife erhalten. Fechterin Kleid. Okay, mit der Röseli drauf. 10 Kristalle, ein bisschen mehr Geld. Warum haben heute alle frei? Ich meinte, Karfreitag ist erst nächste Woche. Fortsetzung folgt. Geil. Das Ding ist, bei diesem Game weiss ich zu 100%, dass wenn ich fertig bin mit Streamen, dass ich das privat werde weiterspielen. Das ist so gemütlich. Also es ist ja... Also gemütlich. Es ist nicht ein mega, mega krass cozy Game, aber es ist halt auch nicht sehr herausfordernd, sind wir ehrlich. Aber es ist irgendwie herzig gemacht, Level sind kurz und irgendwie ist es gleich noch so ein bisschen spannend. Wir haben es geschafft. Gemeinsam ist es uns gelungen, also die Funkelkraft zu nutzen. Aber noch ist das Theater nicht wieder so, wie es vorher war. Ob das an diesen leuchtenden Fäden und dem Symbol dort liegt? Die anderen Stücke brauchen sicher auch unsere Hilfe. Komm, lass uns gleich nachsehen. Yes, Jessica. Ah ne, sorry, Dramara. Wir gehen. Gut. Also. Was ist mit dir? Was kennst du schon, das Herzamulett? Es ist sehr beliebt bei Neulingen. Trägst du eins, verleiht es dir 3 Bonusherzen. Also, was meinst du? Möchtest du ein Amulett? Ja. Ich kann es auch wieder an mich nehmen, wenn du es nicht mehr brauchst. Wieso soll ich es nicht brauchen? Ist doch geil. Hallo, Bonusherzli. Kann man jetzt schon haben? Okay, dunkel bin ich nämlich. Das Ding ist... Ein Omelette. Was ein Omelette?
Im Ege, also dort, wo wir jetzt waren, dort haben wir alles können schon machen. Dort haben wir schon jedes Theaterstück können gehen in die Demo. Aber wir haben nicht runter können. Ich wollte wissen, was da unten ist. Was ist denn hier? Was ist das? Okay. Also irgendetwas ist hier weird. Was ist das? Okay. Nur nicht anscheinend. Also auch muss irgendetwas triggert werden, bevor hier etwas passiert. Mann, jetzt habe ich gedacht, das ist schon mega spektakulär da unten. Aber tatsächlich ist kein blasser Schimmer, was das so sein soll. Aber es könnte noch interessant werden. Ufer können wir auch nicht, oder? Die Treppe ist versperrt. Die Fäden sind im Weg. Okay. Wahrscheinlich können wir hier noch nicht hin. Es ist hier. Im Moment ist es im Theater ziemlich gruselig. Ah, Kundschaft! Interessierst du dich für unsere wundervollen Kleider? Wir akzeptieren Münzen. Für dich habe ich wunderschöne Schleifen, Stella. Stellt euch doch einmal um. Ich kann Kleider kaufen. Willkommen, wem darf ich behilflich sein? Peach oder Stella? Ich werde zuerst mal selber schauen für mich. Oh Gott. Oh. Das geht noch. Das ist noch hübsch. Aber das einfach mal so 100 Dinge ausgeben. Stella kann man auch einkleiden mit anderen Farben. Schwarz. Elegant, aber nein. Das Hellblau finde ich noch schön. Und Gelb sieht einfach aus, als wäre sie ja nackt oder so. Oh, das ist schon nice. Aber, oh. Nein, möchte ich nicht. Nein. So. Aber ich muss jetzt sagen, die Kleider, also, ist jetzt nicht so mies. Sie waren zu gestreifen, das pünktlich habe ich ganz schlimm gefunden. Ich habe eine Cowgirl. Ich werde aber zuerst an den Ninja. Ui. Ah, schau mal, da hat es so Federn, also so Lichtfedern am Boden, die da herführen. Das heisst, wir müssen tatsächlich zuerst hier den Raum clearen, bevor wir noch jemand anders herkommen. Also gut, dann gehen wir jetzt zuerst zum Ninja-Dings. Let's go. Showtime. Ninja-Künze, Weg des Wassers. Der Avatar. Peach Time! Nein. Rise of the Peach. Alle klassischen Ninja-Geschichten beginnen in einem kleinen Dorf. Das hätte etwas. Da geht es wohl nicht weiter. Schön mit dir. Sie haben das Dorf besetzt. Oh nee. Das ist ein Geheimweg. Niemand kommt hier vorbei. Okay, was steht hier? Haus der Ärzte. Müssen Money sammeln. Money. Und wunderschöne Kirschblütenbäume. Olé. Und wir haben den Gang freigeschaltet. Hier war er also. Das Dorf braucht deine Hilfe. Yes. On my way. On my way, Senior. Dieser Weg führt zum Haus der Ärzte. Okay. Ist gut. Gut, ich kann ja schon. Stärke allein wird hier nicht ausreichen. Oh. Na, du das Nike. Habe ich genug. Habe ich hart genug trainiert? Ja, bestimmt. Wer bist du? Egal. Ciao. Oh, der ist riesig. Ich hatte eine Frage. Geil. Das
Sehr geil. Ach, da ist noch eine Geschwister. Manchmal sind sie einfach so. Bist du vielleicht die Ninja-Legende? Wer weiß, vielleicht. Manchmal sind so Sachen einfach so random versteckt. Das ist einfach schon noch witzig. Kannst du ein bisschen rumschauen. Und Manni ist auch überall gefühlt. Hallo! Enorm! Du hast den Weg hierher gefunden. Enorm! Ist das neue Jugendwort? Oder ist das Slang? Oder so? Ui, ui! Cool. Ganz so geil? Okay, okay. Neue Verwandlung. Ninja Peach. Let's go! So cool. Habt ihr den Super Mario Film gesehen? Wo dort, also sie ist ja kein Ninja, aber sie ist ja mega badass. Peach ist ja richtig badass. Oh, sie kann richtig hoch pumpen. Oh. Gras verstecken. Und wir können jemanden so richtig von hinten. So richtig gemein und ninja-mässig. Kann ich da rauf? Nein, irgendwie nicht. Erster Meinung ist etwas Ungewöhnliches. Ja. Das ist halt einfach lustig. Kann ich rauf? Ich kann rauf. Wenn nur die Ninja-Legende hier wäre, ja, und ich bin so gut, dass sie mich nicht angesehen. Okay. Ich kann da. Oh, oh. Okay, geil, ich bin da oben. Nein! Shit! Es sind auch vor dran gekommen. Aber wenigstens. Frage mich, verliere ich jetzt mal ein Leben? Nein! Wieso? Okay, ich muss seitwärts. Ich muss seitwärts haben. Sonst wird, das bringt das nichts. So. Alles ruhig. Da wäre ich mir nicht so sicher. Das ist verdächtig hier. Da gehen wir gleich runter. Gell, Abstoß! Ninja Peach ist mega cool. Oh. Okay. Wenigstens werden wir nur angegriffen. Yes! Oh, yes! Geheimes Level. Opa ist noch ein Dings. Unglaublich. Ich frage mich, komm ich hier rauf? Das weiß ich nämlich noch. Da haben wir nämlich schon eine Demo. Uns gefragt, wie man echt da raufkommt. Hey, schau hier! Hi Steffi! Hi Polly! Wie geht's dir? Salut, Monsieur!
Alles gut. Wie hast du es? Freust du aufs Weekend? Also, okay. Habe ich mir jetzt gerade meine Dings versaut? Bin ich da rausgekommen? Keine Ahnung, vielleicht muss ich das anders noch einmal rein. Oh! Er hat sich gerade zum falschen Zeitpunkt umgedreht. Also hier komme ich nicht mehr. Shit. Der kommt aber nicht rauf. Okay, ging aber. Warte mal wieder zur Wand. Das hast du mich nicht! Haha! Stupido! Ist er hier? Das ist ein Sternchen. Heißt das auch etwas? Komme ich auch nicht weiter? Also auf die andere Seite meine ich. Ich finde es witzig, wie man sieht, dass es so Marionetten sind. Oh! Ich habe auch Dude befreit. Oh, du hast mich gefunden. Ich habe ein Schleifchen bekommen. Das ist halt auch lustig. Ich gehe wieder ins Wasser. Yeah, the boss besiegt. First try. Ja, aber der eine Kristall, da komme ich einfach nicht her. Konzentration! Konzentration! Sie sind hinter den Schriftrollen her! Oh nein! Die Schriftrollen gehören mir. Ja, schade. Sind ganz viel vor allem. Ja, ist gut, wir gehen hinterher. Was ist das hier? Oh. Ah, da ist noch ein Dings. Hier ist glaube ich nichts, oder? Aber. Hier ist noch etwas. Und dann rauf. Oh, ernsthaft. Da ist noch was. Ey! So, da ist was. Dann müssen wir jetzt zuerst da, aber es passiert nichts. Gedanken an Ihnen, Madame. Mir geht's sehr gut. Vor allem, wenn die Sonne scheint, geht es mir noch sehr viel besser. Oder? Hey, es ist heute rausgekommen, genau. Und also ich habe ja die Demo schon spielen können. Nico und ich waren bei Nintendo schon eingeladen, um die Demo zu spielen. Und ich habe es schon dann mega lustig gefunden. Ich finde es halt mega entspannend. Oh shit. Okay, sie rennt von allein. Vor allem nennt sie einfach von allein auch den Wänden entlang, was genau gar nicht machen. Oh shit. Ah, lul. Ah, shit, ich hätte dich können. Oh no! Oh, ich hätte dich befreien. Ah, ich habe ihn befreit, okay. Nein, nein! Oh shit, nein, ich bin da nicht aufgekommen. Egal. Okay. Jetzt habe ich die Schriftrolle können. Das ist so cool. Ja.
So, haben wir ihn. Die Schriftrolle die. Eieiei. Mit dir gar nicht. Es ist so fies. Ich weiss genau, wo der Kristall ist. Und ich bin einfach, ich komme einfach nicht her. So gemein. Thank you. Ninja Künste, weg des Wassers. Und schleifen immer an. Ninja Kleid. Cool. Ich habe ein bisschen Geld gesammelt, hä? So geil. Und die Pose, wie sie so, das ist wie so ein Mega Hero. Das ist so cool. So. Sollen wir noch das nächste machen? Grün und wieder nett und wieder schön. So lässig. Dann gehen wir jetzt hier. Nein, wir machen zuerst da die Patisserie-Sachen. Das Fesseleckereien. Das habe ich selber nicht gespielt. Und ich habe so das Gefühl, das ist von eins der schwierigeren Levels. Die Patisserie. Bis wann musst du heute noch bügeln? Hey, also ich kann nur etwa bis ein Viertel ab drei streamen und dann muss ich eben schon gehen. Ich habe heute Abend noch einen Termin, extern, wo ich über zwei Stunden unterwegs bin und ich muss um 6 Uhr dort sein, darum muss ich leider heute etwas früher gehen. Peach Time! Peach Time! Nein. Ah, hier findet ein Naschfest statt! Hier werden Leckereien zubereitet und alle dürfen sich damit den Bauch vollschlagen. Ich habe so ein paar Güezi, hat jetzt echt auch Lust, hä? Das ist grossartig. Oh lol. Ich habe einen Muffin grösser gemacht und farbig. Geil. Hm, nirgendwo ein Schurke zu sehen. Gehen wir zum Tor. Das Festival wird dort eröffnet. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass da kein Schurke unterwegs ist, hä? Oh, da geht es noch nicht weiter, okay? Das sollte bald losgehen. Yes, yes. Ich habe auch Lust auf süßes Kram, auf Güezi und Lebkuchen und so. Oh nein! Es steht noch mehr Leckerei, was nicht noch mehr, okay. Ja, das wäre schon schade, also. Hey, komm, ein bisschen mehr Mut. Hallo, die Positivität, es kommt schon gut. Hinterher, gehen wir hinten nachher. Wo musst du hin? Ich muss auf Winterthur heute. Auf Winterthur! Das ist so ein Charity-Event, wo ich gerne, wenn ich weggehe. Ui. Oh, wir haben ihn gerettet. Wir haben Schleifchen schon so früh. Krass, okay. Hey, kann ich da die nicht irgendwie... Hallo. Also ich bitte wieder gut gehen. Die Trauerklöße hier. Ja, die schönen Kekse, ja. So jetzt, hä? Ein bisschen mehr Positivität, Mut und Hoffnung. Schnell, wir brauchen mehr Zutaten. Einfach Neues backen, so sieht es aus. Nehmt die saubere Tang. Wir schaffen das. Garten. Viva con agua. Also für Wasser. Ui. Nice. Okay. Gut, einmal hier, dann haben wir das Früchtchen. Wunderprächtig. Sauber, sauber. Können wir Mau machen und mit Erdbeeren dekorieren. Sehen wir hier. Oh, nee, das ist nicht. Oh, der Dobbe ist einfach. Oh, ich habe fast nicht gesehen. Und ich habe schon einen übersehen vor allem. Oh, das ist nicht gut. Hm. Ich habe schon einen übersehen. Das macht mich gerade ein bisschen fertig, ehrlich gesagt. Wo ist echt der? Hm.
doch hier irgendwo rauf. Oh nee, hä? Ah. Zurück kann ich auch nicht mehr, oder? Nein, zurück kann man auch nicht mehr, okay. Ja gut, dann haben wir auch schon den ersten übersehen. Schade, machen wir laden. Gehen wir jetzt halt da rein. Übersee ist aber der weit weg. Wie meinst du übersee? Oh nein, wo ist der Chef der Patisserie? Ich bin da, don't worry. Komm mal. Here I am. This is me. Ah, wegen Winterthur, Mensch. Ja, Bern und Winterthur, das ist wirklich mein Tag. Aber ich sage, über 2 Stunden. Über 2 Stunden. Aber was machen wir nicht alles für einen guten Zweck? Jö. Patissière Peach. Jö, so hässlich. So, jetzt, was müssen wir machen? Das Fest ist gerettet, tatsächlich. Yes. Was, wenn wir tanzen? Sie tanzen einfach immer ein bisschen anders. Jö. Gehst du allein? Nope, ich gehe nicht allein. Die Jasmin kommt mit. Meine Geschäftspartnerin. Die Glocke! Das Fest beginnt gleich. Yes, wir packen. Don't worry, wir schaffen das. Mit vereinten Kräften packen wir das. Okay, hier entlang. Okay, ich komme. Muss ich machen? Hilf uns, bitte Kekse zu backen. Ja, ich hoffe schon. So viele wie möglich. Lege die fertigen Kekse dann auf die Waagen. Okay. Backen wir erst einmal etwas warm. Das klingt nach einem guten Plan. Muss ich so oft, muss ich ganz oft klicken. Okay. Nice. Cool. Jetzt hier ablegen. Cool. Also. Schön. Oh, das geht auch schneller, hä? Oha! Entschuldigung, wie viele Kekse sind das? Bier! Oh, der ist weg. Okay. Oh, okay. Oh, ja, hier nehmen wir. Das ist sehr viel. Ja, hallo, da. Crazy! Hure viel! Hey, wir haben einen hure Flow, hä? Hure Flow gerade! Lass mich durch! Hallo, brauche ich einen Wagen? Einen Wagen! Na gut, das längt auch nicht. Schade. Aber ey, wir haben es gefühlt, hä? Perfekt! Perfekt! So geil! Drei Kekse habe ich bekommen. Und 2 Sterne, holy shit! Krass! Und drei Kristalle sogar! Wir packen das, genau, ja! Qualität und Quantität sind perfekt. Ja, anders habe ich es auch nicht von mir erwartet. Danke vielmals. Merci, merci. Da merkst du eine Frage heute. Ist doch gut, Polly! Ist doch super! Frag nur weiter. Teilt euch mit den Keksen! Yes, yes, yes. Und du, was machst du am Freitag? Also heute und am Wochenende? Hast du schon Sachen geplant? Wir müssen auch da rauf. Okay, wir müssen rumwegnen. Die Tortenböden sind fertig, aber sie müssen noch dekoriert werden. Ja. Let's go. Oh ja, Leben bekommen. Nice. In 10 Minuten musst du hören, gell? Oh ja, nein. Nein, erst ein Viertel ab. Erst ein Viertel ab. Ich schaffe es noch gerade. Küssen, wandern und lehren. Lehren für was? Oh oh. Von dem habe ich ein bisschen Schiss.
Okay, süßer. Okay. Okay, so schwer ist es gut gar nicht. Gut, fertig. Aufregend. Das ist Spannung. Oben rechts sieht man beide, wie so etwas aussehen sollte. Mitte. So. Ja, passt. Fast gut. Ein bisschen daneben geschissen dort, aber ja. Das Schlimmste. Ah, muss ich selber mehr bewegen? Oh Gott. Ja gut. Oh. Ja, ja, da passt. Wunderschön. Yes. Ich habe noch 44 Sekunden Zeit. Das muss es jetzt werden. Oh, Jesus Christ. Okay, Moment. Oh, ja, nicht ganz. Also, da muss ich runter. Ja, so. Okay, so. Ich glaube, ja, das passt doch einigermaßen. Schön. Zauberhaft sogar. Wow. Wow, wie grosszügig. Die letzte. Jesus Gott. Nein! Fast! No! Wenn ich die eine Zeit noch verwutscht hätte. He. Die eine Ecke. Ich hätte es gleich gegessen. Das ist aber nett. Für den FH. Ja, immer noch. Sorry, gell? Sorry. Ach, jetzt habe ich einen verpasst. Egal. Ach, Mann. Das ist noch tricky. Das muss ich wirklich sagen. Ja, ich komme natürlich zur Eröffnungsfeier. Darf ich auch ein Stück Torte haben? Oder drei? Oder fünf? Schließlich habe ich fünf Torte ja selber auch müssen dekorieren. He? Okay. Oh, cool. Ich weiß, dass ich Ehre ihn zu platzieren. Okay. Oha. Gehen wir da rauf? Ah, jetzt haben wir auch Sterne. Hey, leck du mir. Drei Sterne habe ich nicht gefunden oder bekommen. Drei! Skandal! Delicious! Thank you! Oh hey, welches habe ich? Smashly. Ich habe Smashly bekommen. Patissierkleid. Mit Erdbeere drauf. Okay. Ich könnte mir das wirklich ein anderes Kleid mal anlegen, nicht? Mal wieder zum Dings gehen. Zum Shop. Sonst kaufe ich mir das mit dem Verlauf. Das ist nämlich auch noch hübsch. Oder das, was oben weiss ist. Das ist auch herzig. Aber eigentlich hätte ich gerne jetzt irgendwie das mit der Erdbeere drauf oder so. Ja, aber das ist ja schliesslich verdient. Warum konnte ich das vorher nicht kaufen können? Uiuiui, sie wird immer schwächer. Dann haben wir noch das Cowgirl. Aber ich wollte es zuerst schauen. Hallo, ich würde gerne umziehen. Ja, nee, aber. Aber ich habe es immer noch nicht gesagt. Das ist aber schon schön. Es sieht sehr nach Hochzeit aus, irgendwie. Und das ist irgendwie nicht sehr anders als. Ja, nee, ich lasse. Ich hätte echt gerne das Erdbeerkleid jetzt irgendwie gehabt, aber irgendwie kann ich das hier gar nicht anlegen. Das ist weird. Also, wir gehen jetzt da noch rein. Zum Cowgirl. Mal schauen, das Cowgirl in der Wildnis. Ausgesetzt werden wir jetzt. Ausgesetzt!
So. Peach time. Peach time. Howdy. Oh. Kratzt euch alles, was sich lohnt. Klar? Oh Mann. Wir müssen die Räuber stoppen. Zuerst muss ich vor allem ein bisschen Geld sammeln. Ich muss ja schließlich noch schöne Kleider kaufen können. He? Oh. Entschuldigung. Ja, merci. Was ist denn? Ah, da versteckt sich einer. Hey, komm raus. Du musst nicht Angst haben. Ja, genau. Hol dir dein Eigentum zurück. Du machst es gut. Moment. Nicht, dass ich irgendwie... Okay. Das hat nicht irgendwie Stein. Ich werde langsam skeptisch bei diesem Game, hä? Okay, aber ich glaube nicht, dass da oben noch etwas ist. Das Zeug ist aber noch so tricky versteckt. Sind sie weg? Ja, ja. Don't worry. Der Kaktus ist aber auch irgendwie... Ah, Moment, Moment. Ah, da ist ein Kaktus und da ist ein Kaktus. Und da ist auch noch ein Kaktus. Ah, yes! Aha! Ich habe doch gesagt, er sieht verdächtig aus. Ich habe doch gesagt, er sieht verdächtig aus. Zusammen kriegen wir das Tor auf. Ja, yes, auf jeden Fall. Schaffst du es? Also, dir schaffst du es. Das ist so stark. Unglaublich. Boah, die Musik ist sehr. Also wie ein trauriger Western. Ein richtig trauriger Western. Aufhören. Hilfe! Oh Gott, okay. Das Ding ist Kristall, ich habe schon gesehen. Oh, oh, oh! Da oben ist der Dingstod vor allem. Ah, shit! Hey, das ist... Okay. Okay, man kann es nicht so gut lenken. Okay, wow. Wow, ich bin vom Geländer gelaufen. Das gibt's doch nicht. Ah, das macht mich wahnsinnig. Also, das Lenken ist alles einfach. What the hell? Oh, wow, okay. Sie heißt Bar, also der Saloon. Sorry, ist kein Bar. Balloon. Ich schaue gerne Western. Wirklich, ich schaue gerne Western. Ich kann irgendwie nicht so viel mit Western anfangen, muss ich zugeben. Was ist jetzt mit dem Licht passiert? Wow. Tschüss. Da habe ich jetzt irgendetwas zu sagen. Ich weiß es gut gar nicht. Da oben hat es eine Lampe. Eine Laterne. Jetzt sind wir an. Ach komm jetzt. Kann ich da reinbomben? Nein. Okay, passiert nichts. Ah, Moment, da oben ist auch noch eine Laterne. Okay. So, es werde Licht. Da. Sag mal. Ich doch gewusst, da ist schon etwas. Ich dachte schon, du wärst ein Räuber. Nein, nein, kein. Du hast ein Schleifchen bekommen. Ja, cool. Oh.
Aha, ah, ja, der schafft es. Sie sind ganz stark. Ja. Dankeschön. So, jetzt ist Cowgirl-Time. Hey, Barrix, wie geht's dir? Wunderschöne Freitagnachmittag. Hast du schon Weekend-Plan? Fit und knusprig? Immer. Also fit nicht, aber knusprig bin ich immer. Vor allem die Alten. Oh, wow, okay. Krass, was ist das zum Beispiel so? Also, ich kenne mich mit Western überhaupt nicht aus, aber was schaust du gerne für Western so? Also, was für Filme? Wie heissen sie? Oha! Howdy there! Muss zum Sunnymorn! Oh je, meine! Oha, jetzt geht Post ab! Nice! Yeehaw! Genau! Genau so! Yeehaw! Ach, du meine Güte! Ah! So, alle gerettet. Easy! Steffi, für eine Handvoll Dollar zum Beispiel. Okay. Ein Green Orb bist du also nicht. Zeit, mit der Beute zu verschwinden. Nein, jetzt haut drauf! Kampf gegen mich! Keine Chance hat er gegen mich. Sie schütten mich zu mit Liebe. So muss es sein. Das habe ich verdient und nicht anders. So geil. Ich habe heute eine Lektion früher aus. Hey, Amalani, hoi, wie geht's dir? Ah, nice. Wieso denn das? Das Pferd ruft dich. Soll ich dir voll helfen? Okay. Ja, yeah, let's go. Iha! So gut. Iha! Okay. Hey, den Stern ist bekommen oder nicht? Ich habe ihn bekommen. Aber nur ein Gumpenbein, lol. Der Ding ist auch noch Stern. Oh. Oh. Ja, dumm gelaufen, ne? Dumm gelaufen. Bin ich abgestürzt. Stutz. Oh. Machen wir auch nochmal. Dingsfrau übersehen. Das ist. Oh! Schon wieder ein Kristall übersehen. Das ist gemein. Moment, ich sehe schon, ob da etwas ist. Aber nicht. Okay, okay, okay. Hinterher! Hinterher! Turner auf dem Cowboy hört sich vor allem gut. Grossartig. Ist heute Gewinnspiel? Nein, leider nicht. Ich habe das Game nicht rechtzeitig bekommen mit uns Gewinnspiel auf Social Media verlegen. Sorry, Leute. Green Horn, nur gut, nicht lassen, sonst die längt nicht. Oh! Ja, das ist ja so. Ah, hey, jetzt müssen wir schnell nicht ablenken, bitte. Ja, kann ich. Oh, shit! Okay, wow!
Bist du kein Lebe mehr? Okay, vielleicht schaffe ich es noch. Zuerst, ich kann... Oh shit. Ich kann auch gut ausreichen, hätte ich fast gesagt. Ja! Nicht das! So. Du musst auch reiten können. Ja, ich bin nur dreimal abgestürzt, aber reiten kann ich schon. Das Ross ist halt nicht von alleine gekumpelt, das kann ich dafür. Nice. Okay, 4 Kristalle haben wir übersehen. Oh Mann. Egal. Aber durch das kann man die Levels ja immer und immer wieder machen. Und sie sind ja kurz, von dem her ist es geil. Wenigstens habe ich das Schleifli. Das ist das Wichtigste. Autonomes Reiten, genau, ja. Genau. Cowgirl-Kleid mit Kuhmuster um Himmels Willen. Das möchte ich eigentlich nicht unbedingt haben. Naja. Gut. So. Also, jetzt haben wir den ersten Floor haben wir cleaned, Leute. Hure gut. Ist noch nicht mal eine Stunde rum. Ja, mal vor einer Stunde haben wir ein paar angefangen. Mal länger sogar, okay. Aber wenn man gut ist, kann man und sich nicht dumm anstellen, jetzt kommt man in eine Stunde. Ja. Kann man den ersten Floor kann man cleanen. Also die ersten 4 Level kann man abschließen. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Oh, da, ab jetzt ist nicht mehr der Demo. Ab jetzt ist. Also bis hier hat man sozusagen die Demo können anspielen. Und alles, was jetzt folgt, ist neu. Auch für mich. Jetzt ist so die Frage: Was ist das? Oh. Tramara, hilf! Die Fäden waren also nicht mit dieser Tür verbunden. Vielleicht hat sie das Chaos in den Theaterstücken verursacht. Das kann sehr gut sein, ja? Wie seltsam. Ich spüre, wie meine Funkelkraft stärker wird. Sie scheint auf diese gruselige Tür zu reagieren. Okay. Vielleicht kann ich sie öffnen, wenn ich meine Funkelkraft mit einigen Funkelkristallen verstärke. Probieren wir es mal. Wie viel brauchst du? Gibst du mir einige der Funkelkristalle, die du gesammelt hast? Ja. Kommt drauf an, wie viel? 10. Ja, kannst du haben. Das ist okay. Oha. Jetzt haben wir. Los, Tramara, du schaffst es. Mach die Tür auf. Nice. Gruselig, oh Gott. Also ich weiß nicht, ob ich da drin will. Ehrlich gesagt. Okay, es geht aus, als hätten wir gar keine andere Wahl. Wir gehen einfach da drin. Uiuiui, ui, es ladet. Oh, oh, Switch ist nicht mehr die neueste. Man merkt es. Okay. Das... Also wir sind in einem Club. Geil! Lol! Wer da? Wie kamt ihr herein? Durch die Tür? Ja. Wir haben sie aufgemacht. Wir schreiben Theaterstücke mit Frau Grape. Schreiben sie neu. Ihr da. Wollt ihr uns aufhalten? Ja. Dann, ich bestrafe euch. Mit Frau Grapes finstere Dunkelkraft. Aber du bist eine Disco-Kugel. Disco-Schnabel, okay. Ja, okay, wieso nicht? Das kann ich machen. Was ich machen? Das ist ein Disco-Bau, okay. Ah. Okay. Oh shit. Wow! Ha! Okay! Spannend!
macht ihr? Was machen die Disco-Kugel? Ich bin nicht so viel. Oder muss ich irgendwie... okay, muss warten. Alles klar. Was passiert jetzt? Kommen die mit? Oh no. Drüber hüpfen, hä? So, okay. Was ist das? Also, es ist jetzt nicht wahnsinnig schwierig, das ist mir schon bewusst. Ah, ich muss mehr. Okay, ich muss mehr drücken. Okay. Drücken, drücken, drücken! Okay, was hast du bekommen? Ach, du bist noch nicht fertig. Eieiei, jetzt muss ich aber den gleich gehen. Ich habe nicht mehr lange Zeit. Oh wow! Was macht das? Okay. Interesting. Hey, nein. Jetzt macht sie schon zwei. Okay. Hey, wir sitzen. Jetzt haben wir jetzt gegangen. Also gar. Jetzt müssen wir mich dann langsam wirklich parat machen. Wir müssen einfach noch umziehen und alles. Was sitzen. Hast du immer noch nicht genug? Okay. Frech. Oh shit. Das ist ein paar Knopf drücken. Ein Boing, Boing. Was ist? Zwei gleichzeitig drüber. Das ist super. Geht es ein bisschen schneller? Wie lange überlebt sie echt? Oh, es sieht aus, als wärst du fertig. Steffi, schönes Weekend und danke fürs Stream. Merci fürs Zuschauen, Polly. Dir auch ein ganz schönes Wochenende und mach's gut. So, okay. Sei es der erste Schwoss, haben wir jetzt auch noch erledigt. Das ist schon mal gut. Das ist nämlich gerade perfekt. Gerade on time, Leute. On time! Hey Kashira, wie geht's dir? Freust du dich aufs Weekend? Bist du ready? So. Oh, jetzt muss ich aber noch schnell in den Ofen schauen, wie es aussieht. Dank dir ist auf diesem Stockwerk alles wie vorher. Toll, vielen, vielen Dank. Gern geschehen, Ramara. Allerdings haben wir noch immer keine Funkelis gefunden. Ich frage mich, wo sie sind und Sorgen mache ich mir auch. Vielleicht haben sie sich auf eins der anderen Stockwerke zurückgezogen. Lass uns nachsehen. Gibt's mehrere? In dem Fall. Nice. Bin gespannt, was es noch alles für dich gibt. Oh. Was ist denn das jetzt? Wo finde ich nur?
Hallo, ich bin der Fotograf des Funkeltheaters. Meine Spezialität sind Bühnenfotos. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer Person, die meinen Fotos das Gewitter etwas verleiht. Kürzlich gelang mir eine vorzügliche Aufnahme einer atemberaubenden Vorstellung. Cool. Junge Dame, könnte es gar sein, dass es sich bei dir um eine Schauspielerin handelt? Vielleicht. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, wenn ich Fotos deiner glanzvollen Auftritte anfertige. Nee, mach du das. Ist schön. Wenn du an ein Stück alle Funkelkristalle sammelst, verewige ich deine Vorstellung. Alle Funkelkristalle, okay. Und als Dank bekomme ich das Foti-Album. Ich kann es kaum erwarten. Ja, Album. Gibt's beste Auftritte. Mega cool. Okay, jetzt muss ich nochmal schnell runter schauen, vielleicht hat sich jetzt etwas verändert. Maybe? Du hast schon Feierabend! So früh! Mega schön! Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, aber ich glaube, irgendwie hat sich hier nichts verändert. Nein, es sieht nicht danach aus. Okay. Nein, hat sich nichts verändert. Immer noch gleich wie vorher. Sehr kurios. Also, das war der Keller. Und jetzt gehe ich noch schnell rauf. Jetzt können wir nämlich rauf. Die Tür ist weg, die Fäden auch, ja. Zum Glück. So, echt, dass ich euch noch schnell gezeigt habe, wie es oben aussieht. Und wo ich natürlich selber auch enorm gewundert bin, wie es da oben aussieht. Und es geht noch weiter auf. Okay. Was haben wir hier? Schlöfle. Detektiv. Was ist das? Spukschloss. Okay. Und hier haben wir Thief Globes. Ja, genau. Ein bisschen ausroben. Geil. Hure gut. Nice. Ich freue mich zum Weiterspielen offstream für mich allein. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen von Princess Peach Showtime. Und hey, falls ihr Bock habt, selber zu spielen, wie schon gesagt, es gibt eine Demo momentan, wo ihr gratis auf dem eShop könnt spielen, wo ihr könnt runterladen. Und tschüss natürlich, wir bei brack.ch haben das Game selbstverständlich im Shop. Yes, Princess Peach auf brack.ch.